Christoph Stresser, soeben ist die Jahreshauptversammlung des Vereins zu Ende gegangen, die erste als Verein nach der Ausgliederung. Wie sind Sie so insgesamt mit der Stimmung zufrieden? Naja, ich glaube, es war auf jeden Fall spürbar, es ist konstruktiv. Die Gräben, die entstanden sind, waren hier, glaube ich, nicht mehr so spürbar. Es haben sich einige bekannt, sie hätten dafür gestimmt. Ich glaube, wir sind da auf einem guten Weg. Auch die Mitnahme der Mitglieder hat sich heute, glaube ich, als sehr positiv herausgestellt. Das kann alles noch viel besser werden, aber ich bin erstmal zufrieden. Im vergangenen Januar waren ja fast 1000 Mitglieder hier, heute ungefähr 350. Es gab keine Wahlen, insofern nicht überraschend. Aber man merkt schon das Interesse an den Finanzen natürlich, eines der wichtigsten Themen. Wie geht es dem Verein? Naja, die Zahlen waren ja sehr deutlich. Ich glaube, wir haben einen ziemlich großen Sprung nach vorne gemacht. Nach vorne meine ich jetzt nicht in die roten Zahlen, sondern in den Ausgleich unserer Liquiditätsprobleme. Da ist vieles passiert. Wir haben auch durch Umwandlungen von Kapital, also von Darlehen in Kapital für die KGaA schon einiges erreicht. Es ist alles noch auf einem anfänglichen Kurs. Aber die Anfänge sind gemacht. Wir haben gelernt im letzten Jahr, wie schwierig das alles ist. Es kommt nichts von alleine. Aber ich glaube, auch die Rückendeckung, auch was man ja auch an Beifallsbekundungen hier sehen kann, für uns, für diesen Kurs ist da. Und ich hoffe auch, dass sich das auswirkt demnächst auch in die Stärkung auch der ersten Mannschaft und des Trainerteams. Sie sprechen es an, die KGaA ist mittlerweile finanziell einigermaßen gut ausgestattet, ist mit 2 Millionen Euro etwa im Eigenkapital. Dennoch, die ganz großen Pläne können Sie im Moment noch nicht sozusagen mit Erfolg angehen. Also die erste Mannschaft muss noch ein bisschen warten, oder? Naja, wir würden es natürlich gerne machen, das ist ja völlig klar. Es gibt auch niemanden, der sich jetzt hier hinstellt und sagt, wir sind jetzt zufrieden mit dem, was wir erreicht haben. Und wir kennen ja auch die Ansprüche, ich sag mal, die Berechtigten aus sportlicher Sicht, die von der sportlichen Leitung an uns gestellt werden. Aber wir haben eben auch gesagt, wir wollen als erstes solide arbeiten. Wir wollen solide Finanzen und nicht in 2 Jahren dann dort stehen, kommt ein Investor, das wäre wahrscheinlich möglich, das ist heute auch dargestellt worden, der sagt, wir übernehmen das jetzt mal alles und in 2 Jahren ist alles wieder ganz anders. Also wir wollen das kontinuierlich und solide aufbauen und ich glaube, dass dafür kriegen wir auch Verständnis, wenn wir es so kommunizieren, wie es heute gelungen ist. Also ich bin da ganz optimistisch, auch für diese Saison, aber vielleicht auch schon für die nächste. Frank Westermann hat es ja auch angekündigt und auch Malte. Wir werden nach jetzigem Stand für die neue Saison in demselben Rahmen weiterarbeiten müssen wie jetzt. Und dann sind alle aufgefordert, das Beste daraus zu machen. Das bedeutet, ein wesentlicher Teil Ihrer eigenen Pläne und Überzeugungen und Ideen, der hat noch nicht so richtig geklappt, nämlich externes Kapital über die 3 Millionen Euro, die ja gezeichnet worden sind, zu generieren. Das ist also offensichtlich noch ein dickeres Brett, was Sie bohren müssen. Das ist so. Und ich glaube, dafür sind auch Gründe genannt worden heute. Der eine Grund ist eben das, was wir angestrebt haben, wo wir die Überlagerungen in den privaten Bereich unterschätzt haben, nämlich die Mitbeteiligungsrechte der Mitglieder. Das war für uns ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und die sind auf der anderen Seite natürlich für den einen oder anderen Investor ein Grund zu sagen, unsere Mitbestimmungsrechte, wenn wir investieren, sind nicht so ausgeprägt, dass wir das machen. Das ist der eine Punkt, da werden wir nichts dran ändern. Und der zweite Punkt, da habe ich jetzt noch gewisse Hoffnung, dass es eine Menge an Verknüpfungen gegeben hat zwischen Ausgliederung, Investitionen und dem Stadionneubau. Da haben sich jetzt andere Perspektiven ergeben. Ich hoffe aber, dass wir jetzt in den nächsten Wochen, Monaten auch in den Gesprächen mit der Stadt unsere Vorstellungen vielleicht, und ich hoffe, gemeinsam mit der Stadt auf den Tisch legen können. Und wenn das so ist, dass die Investoren, die gesagt haben, beim Stadionneubau sind wir in welcher Form auch immer im Boot, dass wir die davon überzeugen können, dass es auch an der Hammerstraße tun können. Wir sind jetzt nicht beleidigt oder irgendwie was, sondern wir werden das so gut es geht weiter betreiben. Sowohl Sie als auch Herr Westermann, der Aufsichtsratschef, haben es beide angesprochen. Sie erwarten sich eigentlich von den Unternehmen in Münster und Münsterland auch noch ein klareres Bekenntnis zum SC Preußen Münster. Sind Sie persönlich so ein bisschen enttäuscht, dass das bisher ausgeblieben ist? Nee, also jetzt unmittelbar enttäuscht bin ich nicht. Erstens lebe ich schon zu lange in Münster. Ich kenne auch die Entwicklung, die Verhältnisse zwischen Wirtschaft, zwischen Stadtgesellschaft und dem Verein. Da gilt es jetzt gar nicht, irgendwie Schuldzuweisungen zu machen, an welche Seite auch immer. Wir müssen einfach zur Kenntnis nehmen, dass wir da konsequent am Ball bleiben müssen, im wahrsten Sinne des Wortes. Was uns nur nicht hilft, und das ist eben ein Teil der Kritik, und da bin ich auch ein bisschen enttäuscht, wenn uns gesagt wird, wir sind dabei, wenn ihr aufgestiegen seid. Wir brauchen die Kapitalausstattung für den Aufstieg, die brauchen wir jetzt. Und jetzt
in dieser Zeit, das hat Malte Metzfelder, glaube ich, prima auf den Punkt gebracht, wenn er gesagt hat, wir haben kein Zukunftsproblem, wir haben ein Gegenwartsproblem. Und das müssen wir jetzt lösen, ansonsten wird das mit der Zukunft schwierig. Letzte Frage, und das ist auch der Ausblick fürs kommende Jahr oder fürs laufende Jahr. Jetzt geht's los, die Arbeit in Sachen Stadion beginnt. Wann wird sich diese Projektgruppe endlich bilden? Also noch in diesem Monat. Und dann nehmen Sie die Arbeit auf und wann rollt der erste Bagger an, wie der Oberbürgermeister immer so schön formuliert? Die Frage habe ich jetzt in den letzten Jahren, ich weiß nicht wie oft gehört. Ich habe immer mit meinen Prognosen falsch gelegen, deshalb gebe ich jetzt gerne ab. Christoph Schlosser, alles Gute dabei und Ihnen eine hoffentlich erfolgreiche Restsaison. Danke.